grüße euch nochmal. Und zwar, ja, wie sagt man, in ein paar Videos habe ich schon gesagt, auf der Spur oder hinter einer Spur von einem wunderschönen göttlichen, okay, auch wieder falsches Wort, da funkeln schon wieder ein paar dazwischen, die ein schlechtes Vokabular haben und ich sag mal, ich bin nicht derjenige, der irgendwas, sag ich mal, gegen irgendwas wütend, voller Zorn reagiert. Es nervt nur, weil langsam wird es an der Zeit, dass ich endlich mal einfach mal was aus der Seele, aus dem Herzen spreche und diese möchte gern, wie sagt man, Moderatoren und möchte gern, wie sagt man so, erfolgreiche Geschäftsmänner and Maker sind, funken einfach dazwischen. Das ist energetische Manipulation und Übergriff. In dieser Energie, in diesem Energiesystem ist das illegal und ein böses Karma kommt auf einen zu. Wollte ich einfach mal kurz erinnert haben, ne? Zu dem Energiesystem und Achtsamkeit fühlen und hören. Wer ist da jetzt in mir und wer ist da jetzt nicht in mir? Ja, auf der Spur von den Elefanten war ich. Warum? Weil damals diese wunderschönen Elefanten, diese Götter, sag ich mal, als Nutz- und Lasttiere gedient haben. Riesengroße Karawanen gab es von denen und ja, von Shishen Bana, wenn ich ein bisschen höher, ich glaube sogar höher, da wo es ein bisschen kälter ist, von dort bis hierher folge ich denen, diese heiligen Tiere, diese heiligen Götter. Sind ja ziemlich oft aufzufinden und sie stehen hier vor einem Tor, Riesentor zum selben Tempel, aber sag ich mal Nebenanlage, wo das größere Gebäude ist und da gehe ich jetzt mal rein. Und aber bevor ich das mache, zeige ich euch kurz nochmal die Elefanten. Sabairi. Ja, sehr schöne Sache hier zu sein und das Ganze zu sehen. Old Tradition, I love Old Tradition und hier gibt es so eine Parkanlage. Ich sag mal, es ist ziemlich sonnig und mit meiner Kameraausrüstung, die sehr speziell ist von Samsung, kann man trotzdem ein bisschen was filmen. Schöne Pfaus sitzen hier. Da hinten gibt es die, so jedes Tier ist hier bekannt. Ein schöner Platz für, sag ich mal, um seinen Frieden zu finden, etwas zu genießen, wie zum Beispiel die wunderschönen Blumen hier. Ja, ihr wisst ja, I love flowers. Ja, es ist schön hier, schön. Ich mache mal jetzt noch mal einen Step nach innen, um ein bisschen nach innen. Ich küsse jedem Gott, der das Ganze praktiziert und dieses Wissen weitergibt. Ich küsse jedem Gott die Füße, jedem Einzelnen. Und ich bin jedem Einzelnen dankbar. Und das Ganze sieht drinnen so aus. Da werde ich jetzt auch, sag ich mal, einen Step rein wagen. Hier gibt es sowas wie, ja, wie eine, bei FIFA, wie eine Tabelle. Die sieht nämlich so aus. Quasi den Rang des Praktizierenden betitelt, benennt und bestimmt. Ja. Sehr schön zu sehen. Hier gibt es auch sowas. Ein Gong. Ja. Hier drinnen gibt es mehrere Gongs. Ich
Ich habe gerade einen Impuls bekommen, dass ich auch reinkommen darf und filmen, aber ich werde versuchen, jetzt ein bisschen leise zu sein. Ein bisschen leise. Riesengroß. Schön geschmückt. Ich zeige euch mal ein schönes Bild. Zu dem Bild sage ich nur eins. Ein Samen reift einsam, bis ein Baum wächst. Zum Thema Einsamen reift einsam, bis ein Baum wächst. Ja, mögen durch die Praxis und die Kraft und die Wahrheit alle Wesen Glück erfahren. Ja, das war es auch mit diesem schönen Tempel. Ein sehr schöner Moment für auch für mich, etwas zu sehen. Aber ich werde jetzt nochmal zurückgehen und das Ganze nochmal genauer anschauen und dementsprechend ein kurzes Gebet. Danke aussprechen. Da kommen mir schon wieder die Tränen. Wir sehen uns. Friede im Herzen, Friede in der Welt.